hat sie aber, der wurde sie gebraucht von diesem, der hat sie also auch gefördert und hat gesagt, ja, und so, sie hat also sozusagen die Klinik mitgeschmissen als Deutsche, diese etwas schlampige Klinik in Ordnung gebracht. Und als er dann sagte, wir werden diesen Jungen dann am Sonntag besuchen, er wusste, dass es ein Junge ist, er hat sich nach 3 Töchtern immer einen Jungen gewünscht, angeblich. Und er sagt, dann werden wir ihn besuchen und wir werden ihm zu einer Amme geben. Die schon bei meinen Töchtern die Amme war und so weiter. Und meine Mutter sagte, nee. Ich soll mein Kind einmal in der Woche sehen und heimlich und nie es zeigen, so meine Amme. Und ist im 9. Monat abgehauen. Ach nee. Ja. Und nach Deutschland? Nein. Nein, sie ist ja dann, ich hatte eine Schwester. Diese Schwester lebte in Neapel. Ja. Mit einem Arzt zusammen auch, verheirateten Arzt. Und ist meine Mutter da erstmal nach Neapel gefahren. Und hat bei der geklingelt an der Tür und die hat sie nicht aufgenommen. Die Schwester. Die hat gesagt, in dem Zustand kann ich in meinem Carro nicht, ich kann dich nicht reinlassen. Entsetzlich. Und sie hat schon 12 Stunden am Zug gesessen, damals. Ja. Heute sind das 3-4 Stunden. Heute waren es 12 Stunden über die Silaberge und so weiter aus Süditalien. Und die hat kehrt gemacht, ich meine im 9. Monat, ist auf die Bahn gegangen und ist nach Zürich gefahren, zu einer Freundin, die sie dort hat. Mhm. Und die hat sie aufgenommen. Und deswegen ist sie ist in Zürich geboren, meine Mutter. Und deshalb? Und deswegen bin ich auch in Zürich geboren. Ah ja. Und mein Vater hat zwar damals die Geburt noch also bezahlt,